Ei, irgendwas. Bang, 58. Okay, die Stadt hat glaube ich nichts, aber wir können hier doch mal einen Blick riskieren. Ja, hier ist nichts. Wo ist der Shop? Der müsste hier oben sein. Ah, hier ist er. Nee, leider auch nichts. Aber du kannst zum Beispiel unsere anderen Sachen hier verkaufen, diese unnützen. Ja, aber machen wir das, wenn wir neue Sachen einkaufen. Du schwimmst, fliegst da drüber. Ja. Ey, noch getroffen, geil. Oh, das ist so... So entspannt endlich mal auch diese Viecher, die fliegen, so schnell zu erledigen. Mit 8 Hitpoints getötet. Ah ne, wir müssen nach rechts. Ihre Waffe. Ah ne, Lanze 2 kann sie ja noch haben. Ja, der macht, der wirft den Speer nach oben. Dieses Pad. Manchmal drücke ich nach rechts, aber der geht dennoch nach oben. Der umgekehrt. Ich drücke nach oben und der geht nach rechts. Heilkräuter. Was ist denn los? Nicht, schon okay. Irgendwie schlage ich mal zu spät so. Ah, mal gucken, was der bei Level 1 hier für Attacken macht. Boah, du dämlicher Pilz, ey. Das war zu weit. Okay. Lass mal erstmal zum Mühldorf. Vielleicht ist hier diesen Ninja gewandt. Musste sie den Weg blockieren? Ah. Kaufen. Ja, da ist es. Ach, Ninja-Robe, ja. So. Ich kaufe mal einen. Ne, ich kaufe gar keinen. Weil wir gehen ja gleich zu dem... wieder in diese Zwergenstadt und da in dem Geschäft gibt es bessere zum Schmied auch. Ja, ja, gibt es aber bessere Ausrüstung für die für den Bereich der Arme. Mein Waffenlevel ist gestiegen, obwohl ich sie gar nicht getroffen habe, diese Wespe. Also stimmt es doch, dass egal wer sie tötet, alle Waffen leveln. Schon 20 Minuten im Video, habe ich gar nicht gemerkt.
Ich überlege gerade, wie sollen wir das machen? Sollen wir das versuchen zu zweit durchzuspielen oder falls einer der Zuschauer oder Abonnenten Lust hat, noch einen dritten zu holen? Da müssen sich Leute drauf melden, können die ja gerne mal teilhaben. Mir ist es egal. Okay, ich glaube, hier unten geht's da wieder rein. Hexenhörnchen, Elfenteich, ja. Wieso habe ich den nicht getroffen? Oh, was ist das für ein Weg? Und die Dinger respawnen immer so schnell. So, aber hier brauchen wir jetzt nur noch den rechten Weg zu nehmen. Das ist ja die Abkürzung. Sind wir genau beim Schmied? Perfekt. Ah, Boomerang und Klaue. War doch keine Axt, glaube ich. Ah, und die Preise werden ja immer teurer. Ich glaube, verdoppeln sie sich oder? Ach so, ich dachte, das wäre die Klaue. Ich wollte die Krallen haben. Ja. Kommst du? So. Warte. Ganz kurz was gucken. Bogen und Speer. Nicht weiter. Ja. Ich nehme jetzt erstmal den Speer. Oder die Lanze. Wir müssen erstmal zum Shop gehen, bevor wir da unten in die Höhle reingehen. Kaufen. Du hast so einen Teil, ne? Ja. Okay. Hast du... Ne, das kannst du gar nicht tragen. Aber hast du das schon? Die Rüstung? Ja, die haben wir dir gekauft, ne? Das hast du auch. Na, okay. Ich glaube, das ist alles, was wir brauchen. Muss ich... Ich habe vergessen, dieses Ninja-Gewand dir zu geben. Ja, sie brauchte das. Und jetzt das Ninja-Gewand. 17. Oh, die ist besser als 4 dran, oder was? Ja, ich glaube auch. Kann man ja mal kurz testen. 13, hast du gesehen? Ja. Übertrieben. Achso, hier runter. Ups, komm doch mal hierher, ey. Die bleibt doch überall hängen. Das da kommt. So, jetzt haben wir hier einen Weg, den wir nicht passieren können. Mit Lava, der mit Lava gefüllt ist. Aber hier in der Mitte ist so ein kleiner, auf dem Podest oder was es auch immer ist, ein kleiner Stein oder Kristall oder wie auch immer, den wir vernichten müssen, um weiterzukommen. Aber ich glaube, hier ist, kann nur offensive Magie im Moment uns weiterhelfen. Ja. Hat sie schon diesen Oh, du musst lauter reden.
werde jetzt Froster benutzen und ich glaube, das ist... Nee, Froster. Froster ist, glaube ich, richtig. Säureregen hilft da, glaube ich, in diesem Fall. Nee, ist die Frostwelle, glaube ich. So, der Weg ist jetzt wieder passierbar. Jetzt können wir weiter. Neue Gegner punchen mir ins Gesicht. Diese roten Goblins, die rufen immer die grün. Diese blau-grün da. Die ziehen auch schon ganz schön viel ab. Und die werfen auch einen Boomerang, glaube ich. Oh, 1. 16. Ja, was geht denn hier? Schon wieder 16. Die haben auch ziemlich viele Lebenspunkte, wie es aussieht. Am besten ist überhaupt nicht Nahkampf gegen die überhaupt zu versuchen. So. Ja, ist leider noch Level 1, es zieht nicht so viel ab. Null, wir werden sehen. Wer hat Level Up bekommen? Du. So. Oh, den habe ich nicht gesehen. Wieso laufe ich da in alle rein? Bam, ein paar Fäuste und Kicks gegeben. Und noch einmal. Nein, die Ratte hat's negiert. Oh, schon wieder. Ich lade das extra schön auf und dann passiert das. Das ist natürlich eine schlechte immer an der Nahkampfwaffe, ne? Muss immer ziemlich nah an die Gegner ran. Mach ich mal selber. Einmal das Kraftwasser aktivieren. ...50, nicht schlecht. Sehr gut, versuch du den roten zu erwischen. Hey, wie schnell dürfen die immer raufhauen? Das ist unfair. Das Dumme ist, wenn man sich nicht bewegen kann, kann man sich nicht mehr bewegen. Die hängen hier in der Ecke fest. Gib den Punch hier. Bam. Da ist eine Schachfigur links, siehst du die? Ja. Oh Mann. Jawohl. Passt doch perfekt, alle hatten Schaden genommen. Ich glaube, wir müssen erstmal rechts. Nein, nicht der Schleim. Verprügel ihn. Bam! Sehr schön. Die Schachfigur hat sehr viel Verteidigung. Aber wie es aussieht, ist sie verschwunden. Noch so ein Schleimtyp. Eine Fledermaus. Hey, wo ist sie hin? War da.